Menschen hier. Und Lizard King sind gut und Durst Experience aus Österreich sind auch richtig, richtig gut. Also da freue ich mich schon drauf. Echte Oberrenner, Mann. Die Experience sind die geilsten eigentlich, oder? Die anderen sind aber auch gut. Durst Experience. Thank you everybody, thank you very much, thank you, it's good night. Also Doors ist einfach, steht irgendwo auf einem anderen Planeten in der Rockmusik, weil es einfach unvergleichlich ist. So man muss einzigartig in der Konstellation. Und jeder, der Doors kennt und fühlt, wird wissen, von wem ich rede. Es gibt nur eine Band, die klingt wie die Doors, und das sind eben die Doors selber. Und je besser man irgendwie rankommt, trotzdem noch seine persönliche Note mit einbezieht, weil wir sind ja alle eigene Charaktere, umso besser kommt es beim Publikum an. Und ich bin mir sicher, dass die Leute einen Jim Morrison auf der Bühne sehen wollen, trotz dass es ihn nicht mehr gibt. Weil die Herausforderung besteht darin, den Leuten eine Illusion zu vermitteln von einer Band, die es in dieser Konstellation nicht mehr gibt. Optisch und sowohl auch musikalisch. So when the music's over, so when the music's over, yeah, so when the music's over, turn out the light. Thank you.